Hier kommen 13 Dinge über Aquarien, die du wissen solltest. Wir alle mögen Aquarien. Wir können Fische und andere Meerestiere beobachten, die wir sonst nie sehen würden. Aber leider ist nicht immer alles so schön in den Aquarien und Meeresparks, wie wir immer dachten. Spätestens als der Dokumentarfilm Blackfish herauskam, wurde das Image von Aquarien und Meeresparks ernsthaft in Frage gestellt. Zu Recht? Wir werden uns das gleich mal genauer anschauen. Abonnier vorher noch schnell unseren Kanal und aktiviere auch die kleine Glocke, damit du nichts mehr von der Sonnenseite des Lebens verpasst. Okay, 13. Orcas verhungern. Es ist typisch, dass Leckerbissen beim Training von Tieren genutzt werden, aber leider ersetzen diese Leckerlis oft das normale Essen. Mitarbeiter werden angewiesen, die Orcas hungrig zu halten. Auf diese Weise wird den Tieren ein einfaches Konzept beigebracht. Wenn du bei der Show nicht ordentlich mitmachst, verhungerst du. 12. Orcas töten Mitarbeiter. Ein Orca namens Tilikum wurde berühmt, nachdem Corporate Waits Dokumentarfilm herauskam. Dieser Killerwal mit dem Spitznamen Tilly lebte 33 Jahre in Gefangenschaft bei SeaWorld. Und in dieser Zeit tötete er 3 Menschen. Aber bevor du ihn jetzt verurteilst, hör dir das noch an. Orcas greifen normalerweise keine Menschen an, also wenn sie frei sind. Diese Tiere sind fügsam und sehr sozial. Wenn sie aber auf Pools beschränkt sind, die viel zu klein für sie sind, dann ändert sich ihr Verhalten dramatisch ins Negative. Nach Angaben von Unternehmen passierten in Marineparks mehr als 200 Fälle, bei denen Mitarbeiter verletzt wurden. 11. In Gefangenschaft sterben Orcas schneller. In Freiheit leben männliche Orcas 70 Jahre, während die Lebenserwartung der Weibchen bei 100 Jahren liegt. 2014 wurde ein Walfisch vor der kanadischen Küste gefunden. Sie war 103 Jahre alt. Diese Super-Centenarianerin wurde treffend als Oma bekannt. Aber in Gefangenschaft haben Orcas keine Chance, ein langes, glückliches Leben zu genießen. In den meisten Fällen sterben sie als Teenager, meistens nachdem sie 13 Jahre alt geworden sind. Bisher gibt es nicht einen Orca, der in Gefangenschaft sehr alt wurde. 10. Orcas leben in winzigen Tanks. Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Aquarien, in denen diese Tiere leben, sehr klein. Tatsächlich entspricht die Länge des Tanks nur ein Millionstel der Strecke, die ein erwachsener Orca an einem Tag im Ozean zurücklegt. Ein Wal müsste in seinem Tank über 1200 Runden drehen oder 3100 Mal hin und her schwimmen, um auf die 160 Kilometer zu kommen, die er normalerweise täglich im Ozean schwimmt. Orcas können eine Geschwindigkeit von 47 Kilometer pro Stunde schwimmen. Natürlich haben sie keine Chance, in ihren winzigen Tanks solch eine Geschwindigkeit zu erreichen und deshalb leiden die Wale an einem konstanten Bewegungsmangel. Das macht die Tiere verrückt und trägt zu ihrer verkürzten Lebenszeit bei. 9. Geknickte Rückenflosse ist nicht normal. Bei fast allen erwachsenen Killerwalen, die in Gefangenschaft gehalten werden, ist die Rückenflosse eingeknickt. Den Mitarbeitern wird beigebracht, den Gästen zu erzählen, dass dies bei Orcas ganz normal sei. Ist es aber nicht. Im Meer leiden nur 1% aller Orcas an Problemen mit ihren Flossen. Und wenn es auftritt, bedeutet das, dass sie krank oder verletzt sind. Also, auch wenn eine gebogene Rückenflosse keine große Sache ist, zeigt es deutlich, dass der Wal nicht gesund und nicht glücklich ist. 8. Killerwale bekommen Drogen. Orcas in Gefangenschaft bekommen nicht alle Nährstoffe, die sie normalerweise bekommen, wenn sie im offenen Ozean leben. Aber das ist nicht die größte Gefahr für einen Wal in Gefangenschaft, denn wenn sich ein Orca schlecht benimmt oder zu aufgeregt wirkt, füttert sein Trainer ihn mit Beruhigungsmitteln. Das sind meistens Antipsychotika, Benzodiazepine und sogar Kontrazeptiva. Wie du dir sicher vorstellen kannst, verändern diese Substanzen natürlich die Psyche des Wals und sollten deswegen eigentlich nicht verwendet werden. 7. Killerwale haben Probleme mit ihren Zähnen. Wie ich schon gesagt habe, der enge Lebensraum, in dem sie gefangen sind, treibt Orcas buchstäblich in den Wahnsinn. Eine der typischen Angewohnheiten von Walen, die gefangen sind, ist es, an ihren Metallkäfigen zu nagen. Dieses ständige Nagen bricht die Zähne ab, bis runter zum Zahnfleisch. 6. Mitarbeiter bemalen die Sonnenbrände der Wale. Wenn sie frei sind, verstecken sich Killerwale in den Tiefen des Ozeans, um der besonders heißen Sonne zu entkommen. Sie haben eine sehr empfindliche Haut, die durch direkte Sonneneinstrahlung geschädigt wird. Aber leider sind ihre Becken nicht tief genug, damit sie sich in die Tiefe zurückziehen können. So bekommen die Tiere schnell einen Sonnenbrand.
Um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit Fragen über die Hautveränderung stellt, bedecken Trainer die Sonnenbrände mit Zinkoxid. Diese Substanz ist schwarz und maskiert den Horror. 5. Die Trainer sind keine Meeresbiologen. Besucher glauben oft, dass Trainer in Aquarien auch Spezialisten für Meeresbiologie sind, doch sie haben kein umfangreiches Wissen über diese Meeresbewohner. Oh Mann. Die Menschen, die mit den Tieren eine Show abliefern, sind selbst nur Darsteller. Sie haben keine beruflichen Referenzen für Orcas oder andere Meerestiere. Sie werden einfach angeheuert, um das Publikum zu unterhalten. 4. Gefangene Orcas verletzen andere Tiere. Wenn Orcas für längere Zeit in Gefangenschaft leben, werden sie extrem aggressiv. Wir haben das bereits festgestellt, aber sie verletzen nicht nur die Trainer, sondern sie bekämpfen sich und andere Tiere. Überwältigt von Stress und Angst haben sie abnormale Wutanfälle. Wenn sie mit kleineren Meerestieren eingesperrt sind, werden sie zu gnadenlosen Mobbern. Delfine werden regelmäßig von aufgebrachten Orcas gebissen, aber nur, weil sie nicht genug Platz haben, um sich zu beruhigen und ihren Stress abzulegen. 3. Sie züchten künstlich Killerwale. Orcas sind nochmal sehr soziale Tiere. In Freiheit leben sie in Familien, wobei die Mutter die Anführerin ist. Eine Mutter bleibt in der Nähe ihres Neugeborenen und leitet seine Bewegungen sorgfältig. Oft bleibt diese superstarke Mutter-Kind-Bindung auch nach der Reifung des Babys bestehen. Parks nutzen die künstliche Befruchtung, um neue Darsteller für ihre Shows zu bekommen. Erinner dich, dass gefangene Wale bereits mit 13 Jahren sterben. Die Weibchen sind also viel zu jung, um schwanger zu werden. Noch schlimmer ist, dass den jungen Müttern direkt nach der Geburt die Babys weggenommen werden. Das führt natürlich zu Depressionen bei den Walen und einem ungesunden Lebensstil der Babys. Schließlich haben sie keinen Elternteil, der sie aufzieht. 2. Orcas durch Chlor geschädigt. Der Chlorgehalt in den Tanks ist viel zu hoch und schädigt die Gesundheit der Tiere. Wegen des Chlors haben Killerwale verschleimte Augen und sehen schlecht. Die Haut am Kopf und Rücken schält sich. Dazu kommt noch, dass dieses Wasser, von dem wir berichten, stärker ist als jede Haushaltsbleiche. Es schmerzt auch in den Augen der Trainer. Sie beklagen sich oft, dass sie während des Trainings ein intensives Brennen in ihren Augen spüren. 1. Gelatine, um Orcas zu hydratisieren. In ihrem natürlichen Lebensraum bekommen Orcas Wasser durch ihre Beute und so bleiben sie hydratisiert. Da sie in Gefangenschaft nicht selbst jagen können, werden die Tiere in Marineparks und Aquarien mit Gelatine gefüttert. Diese Substanz ist nicht nur ungesund für die Orcas, sondern macht auch dick. Der berühmte Killerwal Tilly bekam täglich 38 Kilo Gelatine und war extrem übergewichtig. Wenn du gegen Tierquälerei bist, klick auf den Like-Button und teil das Video mit allen, die du kennst. Lass uns so für Aufmerksamkeit sorgen. Hilf mit und mach die Welt zu einem besseren Ort, auf der Sonnenseite des Lebens. Bis zum nächsten Mal.